Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute mit einem neuen Video zu Super Mario Odyssey. Es ist Donnerstag, es ist der 21.06. Morgen kommt Super Mario Tennis Aces raus und heute gibt es nochmal ein Hinweisbild und ja, da wollen wir doch mal den Pixel Luigi holen, ne? Denn dieser befindet sich hier. Wir sehen auf jeden Fall sofort, um was es sich handelt. Es ist ja nun mal die Kathedrale, wo sich der letzte Bossfight mit Bowser sozusagen befindet und die Hochzeit stattfindet auf dem Mond. Deswegen wissen wir, wohin es geht. Wir wissen noch vom Wolkenland, dass diese CD, was wir hier rechts sehen, dass das auf jeden Fall mit der Karte zu tun hat. Und wir sehen so einen Kreis mit einem X. Da müssen wir dann mal gucken, wie wir da vorankommen. Wir können ja mal gucken, ob es hier noch einen Tipp gibt. Ein kleiner Tipp hier. Diese Hinweiskunst besteht aus zwei Teilen. Der erste ist ein Bild eines imposanten Gebäudes und der zweite Teil scheint ein geheimnisvolles Diagramm zu sein. Setze deine Beobachtungskünste ein, um herauszufinden, was das alles zu bedeuten hat. Gut, wie gesagt, den ersten Teil, den hat man schnell gelöst. Und den zweiten, da gucken wir. Wir starten das Spiel, Intro ab und dann geht es los auf dem Mond. So, da sind wir auf dem Mond angekommen. Und wenn wir uns mal die Karte angucken, dann haben wir hier auf jeden Fall C und D. Wir haben hier das Bild. Das ist exakt das gleiche Bild. Und hier haben wir doch einen Kreis. Das ist ein Krater. Ja, und so schnell ist das Ganze gelöst. Wir haben hier den Kreis. Das heißt, hier ist der Pixel Luigi, hier haben wir C und D. Würde ich sagen, Ding Dong Hochebene. Und da ist ein Krater, da sind drei Krater. Ich hoffe, ihr könnt es auch erkennen, die sind hier eigentlich schön auf der Karte eingezeichnet. Gucken wir mal. Also, drei Krater auf der Ding Dong Hochebene. Das ist genau wie im Wolkenland, da ist auch dieses Raupenteil. So, nachdem ich jetzt hier Ewigkeiten diesen Mond hier abgesucht habe, an dieser Ding-Dong-Hochebene, weil das ja hier so die zwischen C und D ist, ist mir etwas anderes aufgefallen. Und zwar ist hier diese lunare Lebensform abgebildet. Die bewegt sich hier so über, so leicht über diesen Kreis. Und dieser Kreis ist genau, also dieses Foto ist genau an der Stelle, wo in unserem Hinweisbild der Kreis ist, wo hier der Pixel Luigi ist. Also das hatten wir ja soweit schon raus. Jetzt finden wir nicht hier irgendwo den Pixel Luigi, sondern wo der Kreis ist. Jetzt müssen wir diesen Kreis suchen auf der kompletten Karte, wo sich dieses Knubbelbalg da bewegt. Aber es muss ein frei bewegender sich sein. Und da werden wir mal gucken, ob wir den irgendwo finden. Vielleicht sogar hier oben. Und auf dem Weg meiner Suche lasse ich euch auf jeden Fall dabei. Aber ich lasse das alles hier ein bisschen schneller. So Leute, und da bin ich wieder zurück. Und ihr seht es hier. Hier bewegt sich so ein Vieh extremst. Ist auch schön zu sehen, hier ist ein Krater und da ist ein Fragezeichenkästchen drüber. Ich zeige das mal hier auf der Karte, wo ich mich befinde. Es ist gar nicht weit weg von der Odyssee. Hier in der Nähe ist der Koopa-Pfeillauf und ja, dementsprechend ist es relativ einfach. Hier auf D, ihr seht es, dort wäre der Krater. Und wenn ihr jetzt seht, hier ist dieses Luna-Monster-Teil, das dreht sich jetzt genau so hier drüber, wie das auf dem Bild dort zu sehen ist. Zack, da ist es, so ist es auf dem Foto. Und rein theoretisch müsste jetzt hier der Pixel Luigi sein. Und das werden wir doch jetzt einfach mal ausprobieren. Und da ist er. Leute, so leicht kann es gehen. Ihr seht es, Pixel Luigi wiedergefunden. Wir kriegen unsere Münzen. Das scheppert ordentlich.
Wie gesagt, orientiert euch hier an dem Fragezeichenkästchen. Und jetzt muss ich ein Stück beiseite gehen, weil sonst kommt diese Walze da angerollt und macht mich platt. Ich stelle mich jetzt hier ganz dezent mal auf das Teil rauf. Ihr seht den Pixel EG, ihr seht das Fragezeichenkästchen. Wir haben auch dieses Hinweisbild gelöst. Das ging heute relativ schnell live. Hat man nicht geschnitten. Also habt zwar geschnitten, habt ihr gesehen mittendrin, aber so alles hier live gewesen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr seht jetzt hier links unten den Abonnieren-Knopf. Drückt den mal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein weiteres Video, gerade auch zu Super Mario Odyssey, falls euch das interessiert, und zu den Hinweisbildern. Es startet bald die Super Mario Tennis Aces Let's Play von der Story-Kampagne. Die geht nicht ganz so lang, aber das werden wir auf jeden Fall durchziehen. Rechts könnt ihr dann jetzt gleich zu Rainer Haflixberg klicken, damit ihr seht ihr ein anderes Video. Herbert bedankt sich fürs Zuschauen und sagt ciao, bis zum nächsten Mal.